Wer der Mietpartner ethnisch größer ist, mit rechtsbiblistischen Größen. Also, ne, ich bin jetzt, heute ist Donnerstag, ja, ich bin jetzt noch nicht informiert, was so am Donnerstag passiert ist, weil ich habe ja kein Internet, ne. Aber ich sage euch eins, ja, das mit März, das ist noch nicht vorbei, ne. Okay, ne. Vielleicht lade ich das dann am Ende gar nicht hoch, ne? Denn wenn ich heute Abend nach Hause komme, sehe ich Merzes Kanzler, ne? Dann wird dieses Video wahrscheinlich nicht hochgeladen, ne? Aber es ist so, ne? Also der Merz hat sich bereit erklärt, mitzuwirken im Kabinett, ne? Und die Merkel sagt nein, ne? Und das ist eigentlich nicht akzeptables Verhalten nach den Maßstäben der bundesdeutschen Politik. Ne? Ein Typ, der 50% fast der Stimmen auf sich vereinen konnte, ne? Und der auch qualifiziert ist und alles, ne? Und dann zu sagen, den wollen wir nicht, ne? Damit werden 50% der Mitglieder eigentlich vor den Kopf gestoßen, ne? Wollen wir festhalten, ne, dass das für Merkel wirklich nicht so gut ist. Ne? Das wird sie bestimmt nicht beliebt machen bei den Merz-Wählern. Und das, ich kann es nicht oft genug sagen, das sind 50% der Partei. Ne? Und das kann sie bei denen ja nicht beliebt machen. Ne? Er wollte ja nur, hat sich ja nur bereit erklärt, Minister zu sein. Und das soll nicht gehen. Ne? Und in der Politik ist immer Motivation wichtig. Motivation. Na? Warum tut jemand was? Ne? Und die Motivation ist bei vielen Menschen oder ist also sehr generell, allgemein kann ich sagen, die Motivation ist meistens egoistisch. Ne? Das ist das Hauptziel. Das Hauptziel eines Politikers ist Egoismus. Ne? Erst kommt der eigene Vorteil, dann die Partei. Ne? Und Deutschland gar nicht praktisch. Ne? Wenn die was tun, die Motivation ist zum Großteil egoistisch. Und jetzt möchte ich mich beschäftigen mit AKK. Ne? AKK ist jetzt ja auch in der Situation, dass sie sieht, also sie ist schon mal Parteivorsitzende. Ne? Und Merkel hat jetzt den Merz abgewiesen. Ne? Und AKK hat die anderen 50% der Partei. Ne? Wenn jetzt AKK auch, also rein hypothetisch jetzt im Moment, wenn jetzt AKK auch rein hypothetisch sagen würde, ja, ich finde auch, dass Friedrich Merz auch mitwirken könnte im Bundeskabinett als Minister. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass er da gute Arbeit leisten würde. Ne? So würdet ihr das wahrscheinlich ausdrücken. Ne? Ich kann mir das gut vorstellen, dass der da auch einen Beitrag leisten könnte in einem Ressort, einem Ministerium. Und das wäre dann gut für uns, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? Und dann ist die Merkel ziemlich in der Defensive, ne? Ne? Dann wären praktisch beide gegen sie, ne? Und das würde dann bedeuten, dass der Druck auf sie zum Rücktritt zunehmen würde, ne? Der käme dann nämlich von beiden Seiten. Ne? Von den Merz-Fans kommt er jetzt schon. Ne? Aber der kann auch von den AKK-Fans kommen. Ne? Denn die AKK hat natürlich auch ein Interesse daran, dass Merkel zurücktritt. Ne? Ist doch klar. Ne? Denn sie ist die logische Nachfolgerin. Ne? Denn das ist ja so, wenn Merkel jetzt aus irgendeinem Grund sagen würde, ich sehe, dass also wie immer die den Rücktritt begründen würde, ne? Ich finde, in dieser Situation sollte ich zurücktreten, bla bla bla. Ne? Dann würde ja die GroKo weiter bestehen. Ne? Und das normale Prozedere ist dann, dass einfach diese Koalitionsparteien dann im Bundestag einen anderen Bundeskanzler wählen. Ne? Das ist schon öfter passiert. Zum Beispiel als Willy Brandt zurückgetreten ist, ne? Dann wurde Helmut Schmidt gewählt von dieser Koalition, der sozialliberalen Koalition. Das ist der normale Vorgang. Ne?
Das hat mit Koalitionsfrage überhaupt nichts zu tun. Ne? Die Koalition besteht fort im Grunde. Aber warum dann halt mit einem anderen Kanzler? Ne? Und das war auch bei Ludwig Erhard so. Ne? Da ist ja Adenauer dann während der Legislaturperiode zurückgetreten. Ne? Und dann selbst Ludwig Erhard ist zurückgetreten. Das endet, dann kam eine neue Koalition. Von daher ist das ein schlechtes Beispiel. Ne? Aber im Prinzip wäre das reine Routine in unserer parlamentarischen Demokratie. Ein Kanzler tritt zurück. Ja, die Koalitionsparteien wählen dann im Bundestag einen anderen. Ne? Und das wäre dann praktisch rein die Entscheidung der Union, wer das ist. Ne? Denn das ist ja eine Personalfrage. Ne? Im Grunde wäre das dann die Entscheidung der Union, wen sie dann als Kanzler nominieren. Und es ist ziemlich klar, dass das dann AKK wäre. Ne? Die ja sowieso kein Amt hat. Ne? Und es gab ja wirklich diese Debatte, ob sie ein Gehalt zahlen wollen. Ne? Denn sie hat kein Amt. Sie könnte praktisch von Hartz IV leben bald. Ne? Glaube ich zwar nicht, dass das in der Realität dazu kommen kann. Ne? Also, sie ist ja die Vorsitzende der größten Koalitionsfraktion, ne? Also CDU. Ne? Und damit steht ihr das Kanzleramt zu. Ne? Und was jetzt passieren müsste, wäre eine Zangenbewegung AKK plus Merz-Anhänger. Druck auf Merkel, dann ist Merkel weg. Ne? Also dann kann sich echt nicht mehr halten. Ne? Ja. Also wenn jetzt wirklich mehr und mehr Politiker sagen, ja, Merkel hat gute Arbeit geleistet, aber ich finde, wir sollten ein neues Kapitel aufschlagen. Ne? Ja. Obwohl rein rechtlich kann man sie nicht zum Rücktritt zwingen. Ne? Das wäre wieder eine Frage unseres Grundgesetzes, ne? Rein rechtlich den Kanzler auszutauschen. Jetzt schneit das hier. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da könnt ihr es sehen. Ich finde das so geil, ey, dass das schneit. Ne? Ich hoffe voll auf weiße Weihnachten. Ey, ne? Ne? Okay, also rein rechtlich der einzige Weg, wie man einen Kanzler stürzen kann, ist mit einem konstruktiven Misstrauensvotum. Ne? Und das hat es noch nie gegeben, dass eine Partei gegen einen Kanzler aus den eigenen Reihen das gemacht hätte. Ne? Das geht rein rechtlich, könnten die das machen. Aber das hat es noch nie gegeben. Ne? Und das sehe ich auch nicht kommen. Also der normale Weg ist natürlich, wenn mehr und mehr Stimmen laut werden, die Merkel, Ära Merkel beenden wollen, je mehr Leute das sagen, irgendwann wird sie dann wahrscheinlich sagen, okay, ne? Nehme ich an, ne? Obwohl das andere Szenario auch witzig wäre, ne? Wenn die sie zum Rücktritt auffordern und sie es einfach nicht macht, das wäre auch witzig, ne? Das hat es so auch noch nicht gegeben, ne? Die meisten Politiker treten dann zurück, wenn ihre eigenen Leute das fordern, ne? Das ist jetzt auch schon oft passiert, ne? Also wenn wirklich kein Politiker bleibt im Amt gegen seine eigene Partei. Ne? Und dann wäre sehr bald AKK im Amt. Da müsste einfach nur der Bundestag zusammentreten und die wählen. Ne? Reine Formsache. Also die haben auf jeden Fall die Mehrheit. Ne? Und wenn AKK dann erstmal im Amt ist, dann wird es erst richtig interessant. Ne? Denn natürlich fehlt dir die Routine, ja. Absolut. Du kannst ja das Saarland wirklich nicht als Beispiel nehmen. Und also ich weiß auch viel zu wenig über AKK. Bei Merkel weiß ich, dass sie mit den Mechanismen der Bundespolitik sehr gut zurechtkommt. Das hat sie wahrscheinlich oft genug bewiesen, dass sie es schafft, in diesem Wasser zu schwimmen. Ne? Sie weiß, wie die Bundespolitik funktioniert. Ne? Also auf höchster Ebene. Also AKK müsste das erstmal beweisen. Ne? Aber ganz davon abgesehen, jeder Neuanfang, jeder Neuanfang führt erst einmal
dazu, dass Energie freigesetzt wird und eine eigene Dynamik. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Koalition, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Schon deshalb, weil die SPD und die CSU in derselben Koalition sind. Ne? Also dann eine neue Kanzlerin jetzt in dieser Situation, die null Erfahrung hat und vielleicht den Job gar nicht kann. Also, weiß ich nicht. Ne? Ja. Ob das gehen kann. Ne? Wollen wir mal gucken. Ne? Also ganz ehrlich, es gibt ja nicht viele Leute, die wirklich Kanzler können. Ne? Und Merkel hat bewiesen, dass sie es kann. Ne? Kanzler können ist ja nicht so sehr eine intellektuelle Übung. Das ist vor allem, dafür braucht man taktisches Geschick. Ne? Und ich glaube auch, dass Andrea Nahles Partei kann. Ne? Sie kann Partei, aber sie kann nicht unbedingt die Öffentlichkeit für sich mobilisieren. Und das hat Merkel auch oft geschafft. Ne? Also Merkel hat es oft geschafft, gewählt zu werden vom Bürger. Ne? Und sie hat es geschafft, ihre eigene Partei zu kontrollieren. Ne? Das heißt, sie kann Kanzler. Ne? Sie hat diese Fähigkeit. Und AKK müsste das wirklich erstmal beweisen. Ne? Aber dann in dem Moment, wo es dann diesen Kanzlerwechsel geben würde, dann würden so viele Fliehkräfte freigesetzt werden. Ne? Ganz zu schweigen davon, was dann noch alles parallel passiert. Wir leben ja in einer sehr dynamischen Welt. Dynamisch bedeutet ja, dass sich was tut, dass sich die Sachen hochschaukeln. Das ist eigentlich Dynamik. Dass die Ereignisse zu Ereignissen führen. Das bedeutet eigentlich dynamisch. Dass Faktoren zu Faktoren erst führen. Und deshalb lassen sich dynamische Situationen so schwer vorhersehen. Ne? Denn eine dynamische Situation erzeugt neue Faktoren, die dann wieder die Situation beeinflussen. Ne? Das ist Dynamik. Das ist so wie ich die Definition verstehe. Ne? Also, ne? Und das ist auf jeden Fall dann eine Dynamik. Ne? Und wer weiß, ob dann nicht vielleicht am Ende noch, was dann noch alles passieren kann, welche Skandale dann national und international parallel passieren können. Im Moment passiert ja immer irgendwas in der Welt, auf der Welt. Ne? So viel passiert. Ne? So viel. Und wir werden sehen. Ne? Also ich kann nur sagen, ich hoffe sehr, dass jetzt das noch nicht vorbei ist. Dann hat meine Rede überhaupt erst einen Sinn. Denn der Druck muss jetzt wachsen auf Merkel. Ja, das war nicht okay, Merkel, dass du den Merz einfach abgewiesen hast. Ne? Das war nicht okay. Ne? Und dieser Druck muss stärker werden und AKK muss einen Sinn darin sehen, sich dem anzuschließen. Ne? Also sie muss einen Anreiz haben. Ne? Wenn AKK einen Anreiz sieht, ja, warum sie sich gegen Merkel positionieren sollte, ne? Und natürlich ist dieser Anreiz vollkommen klar, das Kanzleramt. Ne? Sozusagen AKK müsste jetzt nur irgendwie Druck gegen Merkel machen. Ne? Die Merz-Boys machen das hier sowieso schon. Ne? Und wenn jetzt AKK auch Druck macht, dann ist Merkel praktisch weg. Ne? Und dann hat AKK das Kanzleramt. Das kann ihr niemand dann nehmen. Und das heißt, Sie muss nur zugreifen, ja. AKK muss nur zugreifen. Sie hat das Kanzleramt vor sich liegen. Und die AKK-Leute müssen nur zugreifen, ne? Das ist aber wirklich wahr, ne? Und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert. Diese Dynamik muss weitergehen. Und dafür steht auch mein Channel.